Gibt es tatsächlich ein Leben nach dem Tod? Ein Wiedersehen nach langer Trauer? Ich komme eh in die Hölle, im Himmel ist es bestimmt langweilig. Manchmal kommen solche Aussagen schnell über unsere Lippen. Wir wissen nicht, wie es tatsächlich in der Finsternis, so wie die Hölle auch beschrieben wird, und wie es die Schrift sagt, zugeht. Vor Jahren hat man von Christus, dem Richter, gesprochen und was alles passieren könnte, wenn wir den Worten der Schrift nicht folgen. Die Worte der Bibel enthält allerdings vor allem eine frohe Botschaft. Sie ist keine Drohbotschaft. Durch Jesus werden wir mit unserem Schöpfer versöhnt. Er sagte, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ist das nicht phänomenal? Wir dürfen gespannt sein auf das, was uns erwartet. Langweilig kann es uns im Himmel auf keinen Fall werden, denn Gott gab uns Talente, die wir in der geistigen Welt auch nutzen können. Oder wenn wir unsere Lieben wiedersehen, die wir so schmerzlich vermisst hatten. Eine große Freude wird es dann sein, sie alle nochmal in unsere Arme schließen zu können, und das für immer und ewig. Viele Menschen, die wir noch nicht kannten, werden unsere neuen Freunde. Lernen wir die Schwester der netten Bäckereiverkäuferin kennen? Oder werdet ihr meinen Bruder kennenlernen, der das Talent hat, vielen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern? Oder die Mutter des Postbriefträgers, die immer so leckeren Kuchen backen konnte? Oma und Opa werden uns begegnen, die wir nur von Erzählungen und vergilbten Bildern her kennen.